Wir Landwirte haben uns heute eingefunden, eine kleine Demo zu machen und die Verbraucher mal wieder aufzufordern, dass sie vielleicht mehr guckt, regional einzukaufen. Was wir ja auch schon aufgefordert haben, Palmbräu als regional oder halt auch natürlich zu unseren Bauernläden zu gehen und da einzukaufen. Wir haben ja genug in Eppingen und Umgebung. Und ja, ich möchte mich bedanken natürlich bei allen Landwirten und Bauern, die heute da waren. Es waren nicht nur Eppinger da, es waren auch viele aus unseren Teilorten da. Also Adelshofen war sehr stark vertreten, Rieche, Rohrbach, Kleingadach, Mühlbach und Elsenz. Also waren alle da heute, hat uns sehr gefreut, dass wir so großes Engagement haben unter uns Kollegen. Und danke und hoffentlich haben wir euch ein bisschen angeregt zum Umdenken. Der regionale Gedanke, dass er bei euch ankommen ist. Ja, und von meiner Seite herzlicher Dank, dass alle da sind. Regionalität heißt aber nicht nur bei der Bauern einkaufen, sondern auch die örtlichen Handwerker unterstützen. Die haben jetzt auch saure, gurige Zeit hinter sich. Und einfach die Wertschöpfungskette, dass die am Ort bleibt. Wenn die Geld verdienen, können die auch wieder am Ort wieder Geld ausgeben und Gewerbesteuer zahlen. Und was uns Landwirte gerade eben ganz arg drückt, sind die roten Gebiete. Und da würde ich mich freuen, wenn die Verbraucher oder die mündliche Bürger nachfragen werden, ob das auch alles so richtig ist, weil wir hier nichts falsch machen. Wir halten uns an Recht und Gesetz, was wir bis jetzt von unserer Landesregierung vorgesetzt gekriegt haben, was die eben da gemacht haben. Wir sind nie über rote Ampel gefahren, die Werte sind alle in Ordnung und trotzdem wirft man jetzt uns vor, dass wir was falsch machen. Und das kann einfach nicht sein. Also auch von meiner Seite, schön, dass wir uns Bauern wieder hier zusammengefunden haben. Und an alle, die das Video sehen, an allen Entscheidungen und alles, was diskutiert wird, denkt an uns Bauern, wir versorgen euch und wir machen das gern. Und wir würden es gerne auch in Zukunft machen, unsere Kinder natürlich auch. Und unterstützt uns auch. Danke.